Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Skyrim Anderil. Und wir werden heute weiterreisen nach Ark, so ist unser Ziel. Und wir sollten vielleicht mal ein bisschen was mitnehmen. Ja, Fleckenpilz. Hört sich gut an. Hört sich an, als könnten wir damit überleben. Ich weiß es aber noch nicht. So. Wir werden höchstwahrscheinlich einiges entdecken auf dem Weg dahin. Was leuchtet da? So machst du, wolltest du sie gerade auffressen? Alter, Kannibale. Weißt du, die Dinger beschützen die Elche und dann fressen die Elche die einfach auf und töten sie vorher. Also ich habe sie definitiv nicht getötet. Das weiß ich. Nein, ich habe sie getötet, ich weiß es. So. Was haben wir denn da? Einfach mal hingehen, ne? Insofern da kein komischer Typ ist, der mich gleich töten will. War ja klar. Wo läufst du denn hin? Schenke an der Groschenstraße. Alter, der macht richtig Schaden, der Typ. Aber ich auch. Das war schon verdammt. Mehr habt ihr nicht drauf? Und ich kriege dafür gratis Erfahrung. Das kann man sich geben lassen. Alter, bist du brutal. Aber trotzdem will ich dich nicht mitnehmen. Gerade deswegen, weil ich sie alle selber töten möchte. So, den Pfeil nehme ich mit, das nehme ich mit, den Rest kannst du gerne behalten. Langbogen mit 5 Schaden brauchen wir auch nicht. Aber die Pfeile sind ganz gut. Der Zweihänder hat natürlich Wert. Ich möchte nicht so viel tragen. Ich kann leider nicht so viel tragen. Ein armseliger Seelenstein und Rolle der Seelenfalle. Könnte man benutzen. Aber so eine Rolle ist einfach ziemlich armselig, muss man dazu sagen. Eine Seele einzufangen, ich weiß ja nicht, ob sich das lohnt. Bitte? Dann macht sich das Skelett einfach selbstständig. Was ist denn los? Ausdauertrank, Genesungstrank und Schutztrank. Naja, kann man ein bisschen was verkaufen. Wieder ein bisschen Geld für mich. So, mein Junge, wir können weiter. Ich bin durch hier. Hab alles mitgenommen. Ich muss mich echt daran gewöhnen, dass alles mich hier umbringen möchte. In Skyrim war das ja nicht so. Da wollte mich nicht immer alles umbringen. Aber hier will mich alles umbringen. Alles außerhalb der Städte. Okay, das hat sich schnell geändert. Ist das ein Mammut oder so? Bist du ein Stein, ein Mammut oder ein Säbelzahntiger? Ich glaube, das ist ein Stein. Vorsichtshalber. Ich glaube, Säbelzahntiger gibt es hier gar nicht. Das sieht mir noch nach Dieben aus. Wir müssen da runter, ne? Spähturm entdeckt. Ja gut, wenn wir ihn schon mal entdeckt haben, können wir mal nachgucken, warte was da... Kurz. Was? Das ist doch mal eine Aussicht, oder? Allein für solche Momente lohnt es sich zu leben. Hier war früher mal ein Handelsposten, aber seit der Abschottung ist er verlassen. Die Abschottung? Ja, so nennt man den Erlass, der vor gut 30 Jahren hier gefällt wurde. Einfach gesagt, wurde durch ihn der Handel mit anderen Ländern stark eingeschränkt. Eine ziemlich unwirtschaftliche Entscheidung, aber ungefähr zeitgleich verließ der lichtgeborene Erodan Nerim. Und ich denke, der Orden hatte Angst, dass dasselbe hier auf Enderal auch passiert. Du weißt schon, rebellisches Gedankengut und so weiter und so fort. Jedenfalls findet seither Handel auf Enderal nur noch streng kontrolliert im Arker Hafen statt. Und kileanische Gewürze und tiermatraler Wein können sich nur noch die erhabenen Pfades leisten. Deshalb mussten eine Menge Handelsposten wie der hier oder die Dreiflusswacht dicht gemacht werden. Aber die Plünderer freuen sich darüber. Interessant. Sieh ruhig selbst nach, wenn du willst. Ansonsten lass uns weitergehen. Es ist noch ein Stück. Okay, ich muss aber mein Mikro ein bisschen weiter runter tun. Sonst kann ich nämlich nichts sehen. Ja, gut. Also müssen wir tatsächlich hier lang. Ich wollte jetzt eigentlich da runterspringen. Das war mein Plan. Salz! Lehrlingsbuch, schwere Rüstung. Ja, gut, ne. Gibt Besseres, ne. Aber cool. Hier ist eine Hütte. Bergmannshütte entdeckt. Na, wenn mich da jetzt nicht wieder irgendwas umbringen will, dann weiß ich auch nicht.
Ach, Bullshit. Gib mir die Pfeile. Boom. Ich hab sie ganz vergessen. Nice. Papierrolle. Ja, nehme ich mit. Ein Buch, das ich nicht aufheben kann, auch nicht schlecht. Da. Hab ich dich gefunden. Dietrich. Eisenerz und Tränke. Tränke sind immer gut. Protokoll des Handelspostens. Ja, viel zu viel Stuff. Ich weiß. Hallöchen. 4 von 100. Werden wir alle 100 schaffen? Was meint ihr? Ich bezweifle es stark. Aber wer weiß, vielleicht bin ich gut und sehe wirklich alles. Ich meine, die leuchten verdammt rot und wir werden alles angucken, was es hier gibt. Von daher sehe ich es positiv, dass wir zumindest einen Großteil finden. Wollen wir nicht weitergehen oder so? Das ist gut. Geben die mir eigentlich irgendwelche Bonis, die roten Dinger, oder sind die einfach nur so zum Einsammeln da? Wenn sie wenigstens meine Krankheit senken würden, dann würde ich mich freuen. Ach, wie schön, dass die Truhe nicht abgefackelt ist. Und das, oh, hier ist auch ein Bett. Aber mitten in der Wildnis zu schlafen ist ja nicht so schön, habe ich gehört. Deswegen tun wir es auch nicht. Nicht schlecht. Wie höre ich den Helikopter? Ja, keine Ahnung. Ganz seltsam. Easy. Komm, töte ihn. Easy. Komm. Easy. Geht doch. War das nicht Meerwürfel? Ist das im Spiel? Hört ihr das auch? Ich will mal was versuchen. Ne, das war falsch. Ich habe ja ein bisschen die Soundeinstellung geändert. Ich glaube, das gehört einfach nur zum Wetter dazu. Tagebuch lesen. Ich war Abenteurer, aber ich bekam einen Pfeil durch das Knie. Nein! Tu mir das nicht an! Tolles Tagebuch! Oh, wenn das Ding nicht einstürzt, dann weiß ich auch nicht. Ich war ein Abenteurer, doch dann bekam ich einen Pfeil ins Knie, ist klar. Oh Mann, das Easter Egg gefällt mir. Der sieht nett aus. Mhm. Okay, der ist nett. Was ist hier los, Digga? Hey, ihr da! Könntet ihr mir einen kleinen Gefallen tun? Mein Bruder Ulver frisst sich drüben im Wald die Hucke voll. Während ich, Idiot, an der Brücke Wache schieben muss, weil die Banditen jeden Moment kommen können. Sagt ihm, der soll seinen fetten Hintern aufschwingen und sich auf die Jagd machen. Deshalb sind wir hier. Bruderzwist. Okay. Ihr seid echt ins Banditenlager gegangen, um euch da voll zu fressen? Seid ihr des Blödsinns oder was? Naja, ich mach mal mit. Gibt's hier irgendwas Spezielles, irgendwas Besonderes? Eine Truhe. Was wollt ihr? Truhe klauen. Haut ab, hier gibt's nichts zu sehen. Euer Bruder schickt mich. Ihr sollt ihm bei der Jagd helfen. Ach, sagt ihr das? Dann hört mir mal gut zu. Seit wir von Ark zur Jagd aufgebrochen sind, macht der nichts anderes, als sich die Hucke voll zu saufen. Bis er wieder trocken ist, bewege ich mich keinen Fingerbreit von hier. Richtet ihm das aus. Echt jetzt? Jetzt hier hin und her laufen. Übrigens war das kein Banditenlager.
Das war wohl deren Lager. Und der passt einfach nur auf, dass die Banditen nicht kommen. Ulva sagt, ihr tut den ganzen Tag nichts anderes, als euch die Hucke voll zu saufen und solltet erstmal ausnüchtern. Ist dieser Vatyrensohn dann noch zu retten? Sagt ihm, er soll nicht so großspurig auffahren und seinen Arsch hierher bewegen. Das ist doch nicht euer Ernst hier, oder? Holt euch einen Anwalt, ganz ehrlich. Unwa meint, ihr sollt mal nicht so großspurig auffahren und euren Arsch zu ihm bewegen. Ah ja, soll ich das? Und sagt ihm mal, dass mich, was er will, so viel interessiert wie die Arschhaare eines nackten Vatyren. Sehr gut synchron gesprochen, sehr gut. Der Typ gefällt mir. Ich will nicht mehr. Ulva sagt, ihr, was ihr wollt, interessiert ihn so sehr wie die Arschhaare eines nackten Vatyren. Jetzt reicht's. Haut ihm für mich eine über. Ich halte mich daraus. Haut ihm selber eine über, wenn euer Seelenfrieden davon abhängt. Na schön, auf eure Verantwortung. Natürlich. Danach wird er seinen Arsch hierher bewegen. Nein. So, einmal aufs Maul. Kommt sofort. Ernsthaft? Bunva meint, ich soll euch einen überziehen. Ah ja. Na, das würde ich gerne sehen. Oh, da kommt Ärger auf uns zu. Ernsthaft? Du holst die Waffe raus in einem Faustkampf? Was bist du denn für ein Arsch? Wow. Okay, ich geh zurück. Na gut, sag einfach nichts. Unwar hat seinen Senf abbekommen. Danke, dann gehe ich mal Plätze tauschen. Vielen Dank, Fremder. Ihr, nehmt dies als Dankeschön. Wir haben es gejagt. Beim weisen Eremiten, was für Idioten. Herzlich willkommen in Enderal, mein schönes Fräulein. Danke für eure Hilfe. Kein Problem, du. Ich schlag anderen gern aufs Maul. Das ist quasi mein Hobby. Gut, dann können wir jetzt auch weitergehen. Wir waren hier schon mal? Oh nein, ich lauf zurück, ne? Ich laufe nicht zurück. Hä? Wo bin ich? Ich will doch zu Ark. Oder ist das der Weg? Ah, hier kommt eine Kurve. Okay, alles gut. Alles gut. Ich habe mich getäuscht. Ich darf nicht mehr als die Hälfte an Ausdauer verlieren. Sonst finde ich meinen Schaden. Da passe ich gut drauf auf. Leuchtende Pilze. Kann man sich geben. Und du heilst mich? Oh Gott. Da habe ich den aber gerade nochmal den Arsch gerettet, den Bengel, ne? Hab einfach keinen Loot dabei, komm. Ganz ehrlich. Und wieso leuchtest du? Was bist du für komisches Kraut? Toll. Ich dachte, das wäre was Tolles. Ich wünschte, ich hätte hier den Watz-Modus. Ganz ehrlich. Dann würde ich mir einfach die ganze Zeit umsehen, gucken, ob da Gegner sind und sie dann einfach fertig machen. Alte Robe. Frosthauch. Da kommt eben die alte Robe. Robe mit. Gut. Dinge, mit denen ich nicht gerechnet habe. Hier zu sterben! Wow. Okay. Ja, ich bin in Panik verfallen. Ich will nicht warten. So, jetzt habe ich gewartet. Ich will nicht warten. Seit wann kann ich hier irgendwo warten? Ich glaube, er mochte es nicht so sehr, dass ich seine Robe aufgesammelt habe. Ich sollte mich definitiv heilen. Beinkeule. Oh, ich habe Eispranken.
Hauptsache ich kenne mich hier mit dem Menü immer noch nicht aus. So, perfekt. Naja, immerhin ein kleines Abenteuer erlebt. Auch wenn ich fast dabei verreckt wäre. Und das war echt knapp. Gut, dass ich es gesehen habe und weggelaufen bin. Das wäre ja noch was gewesen. Aber kann gut sein, dass der Pirscher mich vorher schon ordentlich penetriert hat, sodass ich nicht mehr so viel Leben hatte. Ich habe gar nicht darauf geachtet, wie viel Schaden der mir abgezogen hat. Weil ich habe ja gerade Fallout gespielt und da bin ich ziemlich OP. Kann quasi machen, was ich möchte. Wenn ich dann plötzlich hier in Skyrim rumlaufe und halb des Todes bin, ist das ein bisschen ungünstig. Ja, cool. Da habe ich einen tollen Weg gespart. Hätte ich einfach übers Wasser gehen sollen. Ja, ich bin Jesus. Ich kann übers Wasser gehen. Ja, dann halt nicht. Dann verzichte ich aufs Eisenerz. Was ist mit meiner Spitzhacke passiert? Habe ich sie verkauft? War ich zu gierig? Na, das lobe ich mir doch mal. Da weiß einer Bescheid. Juhu! Ich liebe die Feuerpfeile. Ich liebe sie einfach. Okay, das war ein langer Schrei. Ich lasse euch da hinten mal kämpfen, ne? Ich hole mir kurz den Loot, sonst vergesse ich ihn. Oder finde ihn nie wieder. Pfeile, Dietrich, Geld. Nice. Aber leider kein starker Bogen. Da sind viele drin. Zwillingstürme entdeckt. Oh, oh. Zwillingstürme sind nie gut. Egal in welchem Spiel. Der macht das schon, wenn das nicht hier alles klaue, ne? Das war schon alles. Hast du noch nicht genug? Habt ihr nicht drauf? Geht's dir gut da oben? Elende Schlampe, das wirst du bereuen. Die Zwillingstürme haben sie übrigens geklaut. Aus dem anderen Skyrim. Der hat hier einfach alles zerfetzt. Hui! Da ist immer noch jemand. Wühn, ein geografischer Überblick. Mhm. Viel zu kleine Schrift, viel zu viel Schrift. Ah, ich hab die Eisenachse mitgenommen, ne? Egal. Kann ich verkaufen. Habt ihr es jetzt da oben? Rolle der Seelenfalle. Tauwurzel. Salz. Ja, Salz. Salz ist immer gut. Wieso fertig da oben? Ich kam mir gerade wie so ein Arsch vor, weißt du, die kriecht da am Boden. Gnade! Und ich erschieße sie einfach. Nice. Gefällt mir. Und wieder nur 5 Schaden. Was war das? Ach, 7,5. Ich dachte, da steht 75 Rüstung. Was wär's gewesen? Lauch. Ahnen rufen. Ups. Wir können jetzt anrufen. Und du bist Kartoffelsuppe. Ja, kann man gebrochen. Gesellenbuch Psionik. Was auch immer Psionik ist. Ich hasse es. Aber wir haben genug Dietriche mittlerweile. Und ich werde wieder über die 100 Dietriche gehen. Das kann ich euch sagen. Wir werden wieder über die 100 schaffen. Das ist wie damals in den alten guten Zeiten. Frage ist, soll ich jetzt schon mal meinen Perk machen? Oder soll ich das später machen, wenn ich noch ein Level habe? Ich glaube, ich warte noch ein Level. Gut, es war eigentlich klar, dass ich sie nicht treffe. Man kann es ja mal versucht haben. Bericht eines unbekannten Reisenden. Jagdbogen, Schaden, 10, Freunde. 10. Es geht voran, guckt's euch an. Ich bin der fette Rapper hier. So. Perfekt. Naja, es ist nichts zu vergleichen mit unseren damaligen 100 irgendwas. Vielleicht, ich hatte glaube ich schon irgendwie 200 oder so, ne? An Schaden. Das war noch Zeiten. Da war ich noch richtig OP. Aber es wurde auch langsam langweilig bei Skyrim. Also bei unserer alten. Weil ich da halt einfach alles gewandelt habe.
Ihr leuchtet einfach viel zu viel. Ihr wisst, das ist meine Schwäche. Was? Nimm dir deine Zeit. Ich warte hier so lange. Ich dachte, das ist unser Weg. Wenn ich schwören kann. Siehst du? Also ich bin schon auf der anderen Seite und du? Aber offensichtlich ist das nicht unser Weg. Schade. Gehen wir hoch und gehen dann zurück. So wissen wir wenigstens, dass wir auf dem falschen Weg sind. Wie momentan. Und wieder ist die Kiste falsch herum. Makelloser Amethyst. Rolle des Feuerballs. Ja, wieso nicht? Werde ich wahrscheinlich nie einsetzen und verkaufen. Sicher kommt heran und leert die Becher 15 Mal soll es geschehen. Und wir fangen an zu zählen. Einmal nur der Freude wegen. Zweimal für des Paters Segen. Dreimal für die armen Seelen. Nein! Es war meine Chance, dich zu töten. Dreck. Kann ich da auch unter die AR klauen? Nein. Ich habe Angst, runterzufallen. Bitte hör auf zu singen. Entschuldige, ich weiß, ich kann nicht gut singen. Ja. Überhaupt gar nicht, nein, nein. Mhm. Lässt mich immer schlecht aussehen, wenn du singst. Weil ich nicht singen kann. Ich wollte ja nicht gerade runterspringen, aber vielleicht kann ich das sogar. Schubst mich bitte nicht runter. Okay, aber was ist jetzt der richtige Weg, wenn das der falsche war? Also wir sind jetzt hier. Wir müssen doch hier irgendwie runter. Oder gehen wir hier an der Seite vorbei? Ich glaube, wir gehen hier vorbei. Ich glaube, das wollte er bezwecken. Ich muss sagen, bisher läuft das ganz gut. Außer, dass wir ab und zu mal aufs Maul kriegen, fast sterben. Ist eigentlich nichts dran auszusetzen, ne? Sicherheitshalber speichern. Hier ist niemand. Aber es brennt ein Feuer. Also irgendwer lebt hier wahrscheinlich in der Nähe. Oder vielleicht war das nur so ein kleines... Achso. Ein kleines Lager. Zauberbuch, Panik. Blaupause, Stahlharnisch. Okay, nice. Ich weiß auch nichts für mich. Wieso finde ich so wenig was für mich? Spielen wirklich so viele Leute Krieger? Bringt das denn was? Wow. Wie ich das Viech einfach nicht getroffen habe. Was ist das jetzt? Ist so eine Art Nest da oben? Ein Fasan mit Fasanenfleisch. Wir müssen irgendwie mal ein bisschen was kochen. Mal wieder. Was haben wir denn da? Hör auf, mich zu entdecken. Deswegen will ich keinen Begleiter haben, weil der mich ständig entdeckt. Eine Kiste. Erkundungsfreudig, was? Nimm dir deine Zeit, ich... Da ist nur eine Truhe, Mann. Beruhig dich. Nur ganz kurz vom Weg abgegangen. Der meckert gleich rum, ey. Ich will auch gleich eine Frau besorgen können. Ach, ich bin ja die Frau. Und da war ja was. Ja, hier, keine Angst dabei. Komm, lass stecken. Mhm. Na gut, Freunde. Wie es morgen weitergeht und was zum Teufel das da ist, das erfahren wir dann wohl morgen in einer neuen Folge. Haut rein, euer Zero. Tschüss.